Ja, herzliches Grüß Gott, liebe Stuttgarter. Herzliche Grüße vom Kreisverband Stuttgart, der sich freut, dass zu diesem, sagen wir mal, denkwürdigen Anlass hier heute eine Demo stattfindet. Liebe Stuttgarterinnen und Stuttgarter, ich denke, viele von Ihnen waren sehr irritiert beim Anblick der Bilder von Ihrer Heimatstadt, deren Zentrum von Migranten zerstört und geplündert wurde. Und ich war erschrocken, wie Sie alle beim Anblick unserer deutschen Polizistinnen und Polizisten, die nicht einfach nur die Kontrolle über die Situation verloren, sondern selbst zum Freiwild für die Jagd des Mobs wurden. Das ist mehr als nur die Andeutung eines ethnischen Konflikts, wenn auch bislang ein sehr einseitig ausgetragener. Und in diesem Konflikt hat man offenbar die Hundertschaften der Polizei verheizt, bei vollkommen hilfloser Führung offenbar, wie aus einem Tonbandmitschnitt eines Polizisten vor Ort in dieser Nacht hervorgeht, der in eindrücklicher Weise die ungeheuren Vorgänge dieser Nacht wiedergibt. Ein Polizeitonmitschnitt, der im Übrigen in der denkwürdigsten Situationsanalyse dieser Nacht gipfelt, die ich an dieser Stelle nicht wörtlich zitieren kann und will. Und nichts könnte die Mischung aus blankem Irrsinn, Verlogenheit und Selbstbetrug besser beschreiben, als die schnöde Tatsache, dass dieser Polizist sich jetzt offenbar mit Ermittlungen gegen ihn selbst herumschlagen muss, weil er derselben Meute, die vor seinen Augen Stuttgart plünderte und die eigenen Kollegen zusammenschlug, weil er dieser kriminellen Meute für einen kurzen Moment nicht den nötigen Respekt gezollt hatte. Der Mann hatte offenbar viel Adrenalin im Blut und das notwendige Wording, das man heutzutage braucht, ist ihm für einen Moment etwas verrutscht. Man muss sich schon fragen, wie lange sich die Polizistinnen und Polizisten das eigentlich noch gefallen lassen. Ich kann Ihnen aber zur Abwechslung auch eine etwas leichter verdauliche Analyse der Nacht zitieren. Sie stammt von Hans-Jürgen Kirstein, Landeschef der Gewerkschaft der Polizei in Baden-Württemberg. Zitat: Es sieht danach aus, dass vor allem Jugendliche mit Migrationshintergrund vorn bei den Randalen mit dabei waren. Und fast schon mit einem Hauch Obrigkeitskritik hier noch ein Zitat von Thomas Mohr, der als Chef der Polizeigewerkschaft Mannheim auch einiges gewohnt sein dürfte. Ich zitiere: Wer hier die Randalierer einer Event- und Partyszene zuordnet, verharmlost das Grundproblem. Nach Schilderungen der Einsatzkräfte vor Ort handelte es sich um überwiegend migrantische Jugendliche, Heranwachsende, aber auch Erwachsene in größerer Zahl, die sich grundsätzlich an keine Verhaltensregeln halten. Es gibt also offenbar ein Grundproblem mit Personen, die sich an keine Verhaltensregeln halten, oder, das möchte ich hier hinzufügen, nur an ihre eigenen, ganz anderen Regeln. Meine Damen und Herren, die Bürgergesellschaft, die bürgerliche Gesetzgebung setzt den gesetzestreuen Bürger immer schon voraus. Und diesen bürgerlichen Typus kann man sich nicht einfach mit noch so viel staatlicher Sozialtechnik kreieren. Da helfen keine Sozialarbeiter und Streetworker. Oder, ist ja immer mehr von demselben, immer mehr, seit 30 Jahren. Oder, um es mit dem berühmten Böckenförde-Diktum zu sagen, der freiheitliche säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Daran denken die Altparteien nicht. Ihre Ideologie blendet die Basics gesellschaftlicher Ordnungsbildung aus. Und darum ist es jetzt für diese Parteien so dumm gelaufen in Stuttgart. Sie beschäftigen sich lieber mit Scheinproblemen. Die Stadt geht in ihrer Welt am Klimawandel zugrunde. Die wahren Probleme werden ignoriert. Und nicht nur das, auch anderen wird verboten, darüber zu sprechen. Den Altparteien fehlt in Wahrheit jegliches Bewusstsein für die Gefahr, die jedem multiethnischen Territorium droht. Eine Gefahr, vor der die AfD immer schon und als einzige konsequent gewarnt hat. Und sie können in den jüngsten bewaffneten Auseinandersetzungen in der einst beschaulichen französischen Stadt Dijon bereits die Zukunft unserer Stadt erblicken. Und wenn Sie finden, dass ich übertreibe, hätte jemand noch vor 10 Jahren
noch vor 10 Jahren eine Zukunftsprognose dieser heutigen Stuttgarter Gegenwart aus Plünderungen und Polizistenjagden abgegeben. Man hätte ihn schlichtweg für verrückt gehalten. Was für ein Scheitern dieser ach so bunten Stadt. Und es spielt im Übrigen dabei keine Rolle, dass in dieser Stadt Zehntausende Migranten absolut friedlich und gesetzestreu ihr Leben führen. Das sollte doch eine Selbstverständlichkeit sein. Und es muss nicht immer wieder extra gefeiert werden. Und jetzt hat man diese Stadt tatsächlich in einen Zustand gebracht. Und ich sitze im Gemeinderat, ich weiß, was hier diskutiert wird im Gemeinderat, welche Verbote diskutiert werden. Jetzt hat man diese Stadt tatsächlich in einen Zustand gebracht, dass ihre Bürger sich in Zukunft nicht mehr frei in ihr bewegen dürfen. Meine Damen und Herren, da hilft im Übrigen alle Tatkraft, aller Pragmatismus nichts. Solange dieses linksgrüne Stuttgart, diese linksgrüne Stadt, nicht endlich ihre unsägliche Ideologie abstreift und das Problem an der Quelle bekämpft. Dankeschön. Und jetzt, meine Damen und Herren, darf ich überleiten. Ich darf überleiten zur besten Frau Deutschlands neben meiner eigenen Frau. Meine Damen und Herren, Alice Weidel.